Das kabbalistische Kreuz ist eine Grundlagentechnik der Ritualmagie und wurde bereits im Golden Dawn gelehrt. In diesem Video erklären wir dir, warum sie so wichtig ist und zur magischen Grundausbildung gehört. Damit du das kabbalistische Kreuz ganz einfach auch selber durchführen kannst, zeigen wir dir anhand einer Animation, wie es richtig geht. Und am Ende des Videos gehen wir noch auf einige der häufigsten Missverständnisse und Fehlerquellen beim kabbalistischen Kreuz ein, die du unbedingt kennen solltest. Brotherhood of the Eternal Light, Kabbalah Ma'asit, der westliche Weg spiritueller Lebens- und Ritualpraxis. Magische Ausbildung und Ritualmagie, das kabbalistische Kreuz, praktische Kabbalah. Diese kurze und einfache rituelle Handlung ist sehr wirkungsvoll. Das kabbalistische Kreuz verbindet dich mit dem göttlichen Licht bzw. mit deinem höheren Selbst. Es schafft in deiner Aura Harmonie und erzeugt Gleichgewicht zwischen den Polaritäten. Zudem umhüllt es deine Aura mit Licht. Du kannst das kabbalistische Kreuz als Start in den Tag, vor und nach einer Meditation oder einem Ritual anwenden, sowie wenn du dich auf das Licht ausrichten möchtest. Du kannst diese Technik auch benutzen, wenn du dich entspannen, zentrieren oder erden möchtest. Refuah-Anwender benutzen das kabbalistische Kreuz auch in ihrer Heilungsarbeit. Beim kabbalistischen Kreuz verbinden wir zuerst Keter, das Kronzentrum, mit Malchut, dem Erdzentrum. Danach verbinden wir Gevurah, das Zentrum der rechten Schulter bzw. des rechten Armes, mit Gedulah, dem Zentrum der linken Schulter bzw. des linken Armes, das oft auch Chesed genannt wird. Dadurch erzeugen wir ein Gleichgewicht in Tiferet, dem Herz- bzw. Solarplexuszentrum. Wir zeigen dir nun eine Animation, wie das kabbalistische Kreuz in der Ritualmagie durchgeführt wird. Schau dir diese Animation einfach an. Wir gehen sie danach noch einmal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Wenn du diese grundlegende magische Technik und weitere fortgeschrittene Techniken und Rituale unter kompetenter Anleitung erlernen möchtest, besuche unsere Workshops zur Ritualmagie und praktischen Kabbalah, genannt Kabbalah Ma'asit. Die Links dazu in der Infobox. Kommen wir jetzt direkt zu der Animation. Bitte beachte, um das Lernen des Ablaufs zu vereinfachen, stellen wir es in dieser Animation so dar, als sähest du dich direkt von vorn, also wie in einem Spiegel. Nun schauen wir uns genau an, wie es geht. Wenn du dich dafür hinstellst, kannst du direkt mitmachen. Greife über deinen Kopf zur Kronsphäre von Keter und erfülle deinen Geist mit dem göttlichen Licht. Führe deine Hand hinab zu deiner Stirn und visualisiere dabei einen Lichtstrahl, der von Keter zu deiner Stirn führt und sprich: Ata. Das bedeutet du, bzw. du bist. Rühre deine Solarplexus-Gegend, das heißt dein Tiferet-Zentrum. Visualisiere, wie der Lichtstrahl zu deinem Tiferet-Zentrum hinabführt und dann zu einer Lichtsäule wird, die bis zum Boden unter deinen Füßen reicht. Führe deine Hand entsprechend nach unten und sprich dabei: Malchut. Das bedeutet das Königreich. Berühre deine rechte Schulter oder strecke deinen rechten Arm aus. Visualisiere einen Lichtstrahl, der zum rechten Balken eines Kreuzes wird und sprich: Gevurah. Das bedeutet und die Kraft. Berühre deine linke Schulter oder strecke deinen linken Arm aus. Visualisiere einen Lichtstrahl, der zum linken Balken eines Kreuzes wird und sprich: Gedulah. Das bedeutet und die Großartigkeit. Lege beide Hände auf dein Tiferet-Zentrum. Visualisiere ein Licht in deinem Tiferet-Zentrum
dessen Lichtschein deine gesamte Aura umfasst, und sprich: Le Olam. Das bedeutet in Ewigkeit. Halte die Visualisation fest in deinem Geist und sprich: Amen. Das bedeutet: So sei es wahrhaftig. Dieses kurze, effektive Ritual basiert auf folgendem Bibelvers: Dir, Adonai, ist die Großartigkeit und die Kraft und die Schönheit und der Sieg und der Ruhm, weil alles im Himmel und auf der Erde ist dir, Adonai, das Königtum, und du erhebest dich selbst über alles zum Kopf. Das Kreuz entspricht übrigens dem althebräischen Buchstaben Taf, der in den europäischen Sprachen als T wiedergegeben wird. Hier deutet sich bereits die Kreuzform an, die wir auch in der Technik des kabbalistischen Kreuzes wiederfinden. Das Kreuz, das dem althebräischen Buchstaben Taf entspricht, wird bereits im Talmud als Siegel Gottes bezeichnet. Wir möchten an dieser Stelle noch auf ein Missverständnis eingehen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum in diversen okkulten Büchern oder auf Internetseiten zu den Themen Magie und Ritual Versionen des kabbalistischen Kreuzes erscheinen, die etwas anders lauten. Häufig beginnt das kabbalistische Kreuz dort statt mit dem hebräischen Atah, also dem Personalpronomen Du bzw. Du bist, mit At, einem Wort, das im Hebräischen gar nicht vorkommt. Es handelt sich womöglich um einen Transkriptions- oder Schreibfehler, der irgendwann entstanden und dann aus Unkenntnis immer wieder kopiert worden ist. Auch die Aussprache bzw. die entsprechende Schreibweise von Gevurah und Malchut kommen bei diversen Autoren immer wieder anders lautend, nämlich als Gevurah und Malchut, vor. Aufgrund einer grammatikalischen Lautverschiebung, dem sogenannten Begat Kefat, bei der statt den härteren Lauten weicher ausgesprochene Konsonanten verwendet werden, werden diese hebräischen Begriffe wirklich Malchut und Gevurah ausgesprochen und sollten daher auch mit den entsprechenden Buchstaben des lateinischen Alphabets korrekt transkribiert werden. Das Bet, also B, wird zum W und das Kaf, also K, wird zum Ch. Wir sind nun gespannt, wie deine Erfahrungen mit dem kabbalistischen Kreuz sind. Und gibt es Fragen, die du zur Ritualmagie und unserer Workshop-Reihe Kabbalah Ma'asit hast? Schreibe uns in den Kommentaren. Wie immer freuen wir uns über dein Like. Falls noch nicht geschehen, abonniere unseren Kanal. Bis gleich beim nächsten Video.